dem aktuellen Schuldenstreit in den USA und der möglichen drohenden Herabstufung des Ratings durch die Agentur Fitch. Zum Trotz legt der US-Dollar weiter zu. Ja, die Frage ist natürlich, wer leidet unter einem wieder anziehenden Greenback? Und das sind natürlich definitiv die Industriemetalle wie Kupfer, Zink, Blei und Co. Ja, wir sehen hier auch im Verhältnischart die doch sehr hohe, starke inverse Korrelation. Mit anderen Worten, fällt der US-Dollar, das ist hier die graue Linie, steigen die Industriemetallpreise und umgekehrt. Und im Grunde eigentlich so seit Mitte April steigt der US-Dollar wieder und im Umkehrschluss fallen die Industriemetalle. Erst kürzlich hat der Index der S&P Industrial Metals Index ein neues Verkaufssignal generiert und dieses wurde durch ein entsprechendes Kaufsignal beim US-Dollar gestern und vorgestern bestätigt. Also steigt der US-Dollar weiter an. Ja, dürften Industriemetalle weiter gen Süden tendieren.